Auch von Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play, der letzten of Zelda, Tears of the Kingdom. Letzten Partie haben wir wieder schön ein bisschen Schweine gemacht und weiter erkundet und mal wieder eine Erinnerung gesehen, sogar Ganondorf drin war. War sehr interessant und ich würde sagen... Es ist interessant, dass das hier genauso aussieht wie im Untergrund. Aber es ist... Ist hier irgendwo ein Schalter? Irgendwas, was man aktivieren muss? Lasst gerne Like da, abonniert den Kanal, joint den Discord, kommentiert, macht Dinge! Da geht's noch höher, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Wir sind nämlich Road to Master Sword in letzter Zeit. Da ist so ein, guck mal da rechts, da sind überall weiße Dinger, weiße, gelbe Dinger drin, vielleicht sind die wichtig? Nee, abschießen nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Deko. Ist hier noch irgendwas in der Gegend? Ach man. Guck dich nochmal um. War hier noch irgendetwas, was anders ist? Keine Ahnung, was sie hier wollen. Ich kann nach oben. Was hast du gesagt? Keine Ahnung, was die hier wollen. Abgrund am Versteck der Jäger. Die haben hier alte Heißluftballons. Wollen wir mal kurz hochfliegen? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Irgendwas zu sehen, was hier sinnvoll ist, damit man da reinkommt. Aber können auch direkt runterspringen, also. Aber das war jetzt das kleine Loch, oder? Ja. Aber wir können ja direkt wieder gucken, wo Schreine sind und dann. Oder ist ja direkt der Wurzel. Direkt die erste gefunden. Ach, was für eine Überraschung, weil ja hier der Schrein war. Ja. Amustmoor-Wurzel. Amustmoor Bier trinken. Wow. Oh mein Gott. Ja, markieren wir uns auch direkt die anderen auch. Und dann können wir auch rückwirkend gucken. Wenn wir Wurzeln finden, wo wir noch keinen Schrein haben. Das ist nämlich sehr schlau. So. War der Turm auch jetzt was? Nein. Kannst du ja gerne mal das gegenchecken, aber ich bin der Meinung... Nicht. Ja, würde ich sagen. Südlich noch was? Ne, haben wir auf jeden Fall nicht. Okay. Ich würde sagen, wir fangen bei Gelb an und gehen dann einfach im Uhrzeigersinn da. Also, okay, Snacken gibt es ja irgendeine Getreideeinheit. Was war ein Getreide? Ist noch Räder. Ja. Ist oben drauf. Ah! Da können wir uns sogar wehren und können dann. Guck mal hier. Ja, okay, das ist jetzt... Nee. Nee. Oh, das hat sogar Achsen. Ja, da kannst du ja Räder dran machen, ja. Aber die Frage ist, wollen wir fliegen oder wollen wir... Nee, fliegen verbraucht zu viel Energie. Okay. Wenn hier so ein Auto steht, hoffe ich mal, dass wir einigermaßen mit dem Auto hier durchkommen. So 2 Meter später, oh, wir können nicht mehr mit dem Auto fahren. Kann passieren.
Obwohl, ich überlege gerade, ob das so richtig rum ist. Ich hab. Ja, ist doch egal, oder? Die Reifen, sie. Achso, die rechte, meinst du? Ah, das habe ich schon. Nee, komm, ich meine deswegen hier. Richtig verstanden. Meine wegen den Stacheln, aber die können wir auch hier dran machen. Achso. Energie zu sparen, machen wir nur ein Licht da dran. Ja, notfalls leuchtest du dich selber, wir haben doch die Rüstung, hä? Das ist wahr. Also, wenn wir gleich merken, der Energieverbrauch ist zu groß, dann macht das weg. Aber vielleicht ist ja das dritte Teil hier. Nee, das ist schon ein gutes Stück besser, die Rüstung, aber. Ach, guck mal, genau das fehlt, das ist ja sinnvoll. Also er ist gelb. Ja. Oh nein. Ah. Easy. Und direkt zu Nanium. Kannst das nicht mit deinen Stacheln kaputt machen. Aber ich will doch. Wäre fast gut. Ah, ich hab's vermisst, das Nanium. Wow. Hätte ich mir auch denken können. Was erwartest du? In Minecraft kann man sich bei den Kaktus noch wehtun. Naja, das haben wir mal nicht gesehen. Energieverbrauch geht eigentlich voll klar. Ja. Oh ja. Mein Gott. Hä? Ach, das war ein Pilz wohl. Ding, sie. Schlang. Staubding. Guck dir doch unser fettes Auto an. Das ist mir ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. Wenn du irgendwelche Sachen du bist hier näher an seinem Abgrund, Jan. Was ist los? Warum fährst du denn sogar freiwillig runter? Ja, weil wir. Oh Gott. Was hast du dir dabei gedacht? Ich denk mal, wir müssen hier runter, hoffe ich. Zumindest war direkt vor uns eine Wand, wenn du es nicht gesehen hast. Also da hätten wir eh nicht weitergekommen. Ja, schon. Aber. Vielleicht. Nee, du musst. Da rechts war ein Weg. Oh. Kann natürlich auf 90 Grad Winkel hochfahren. Tut die dann nicht nochmal weh. Weiter geht's. Ich mag keine Monster Trucks. Ach nö. Hä? Warum hat's da geplugt? Ich glaub, wir müssen laufen. Wir müssen uns bald wieder Raketen holen. Denn wir sind voll in die falsche Richtung gerade. Kommst du nicht gut an, das ist einfach nur behinderlich. Warte. Aber unser Auto. Wenn du dein Auto auch magst. In dem Fall hilft es nicht. Du magst es nur nicht. Ja, ist richtig. Aber auch da ist im Grund, weil es so groß ist und einfach nur. Oh, nicht. Wie frech ist. Dafür gehen sie gelb. Ja, gehen wir eigentlich auch. Oh. Ein bisschen Licht ins Dunkel. Ich hätte gerne das letzte Rüstungsteil. Es könnte das X da unten sein. Ja, das ist halt hier der Punkt. Nein, das meine ich nicht. Das X bei uns in der Nähe. Ja, gucken wir es mal. Nein, da gehen wir nicht hin. In unserem Auto wäre ich da gerne einmal reingefahren. Wir müssen uns noch weiter links halten, oder? Da ist es. Ja. Nee, ist eine andere. Aber das ist grün. Licht. Wir wollen doch links lang. Warum schießt du nach rechts? Hm. Oh. Ja gut. Ja gut. Kann man nicht wissen. Was ist das da vorne? Das ist doch wie wieder ein Jäger-Ding. Markieren Sie dies bitte. Ja. Aber trotzdem erstmal zu grün. Gelb. Mann.
Weil du eben gelb gesagt grün. Mann! Ich glaube, wir müssen deutlich weiter nach links. Du musst da den Berg hoch links. Wenn das ein Berg ist, ich erkenne es halt nicht. Ah, so halb. So halb. Da ein paar Rockets haben wir noch. Ja, aber nicht mehr viele. Ja, notfalls. Muss man nochmal rausrennen. Oben sind auch Gegner. Wir schauen mal vorbei. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Ah ja, der Zelda-Part von heute hat schon 8 Aufrufe. Siehst du mal. Davor nicht so viele, glaube ich. Aber Tulin ist halt ein guter Mann. Oder ein guter, wie nennt man das beim Vögeln? Vogel. Wie nennt man männlichen Vogel? Das ist immer noch nicht gelb. Was tust du denn? Pass ja, auf. Irgendwie ausweichen. Ja, aber wenn wir bei der Wurzel sind, ist doch egal. Wenn du jetzt ein paar Mal treffst, ist nicht so schlimm. Voll. Da ist er. Oh, die ist ja viel höher. Ah, nicht viel. Perspektivisch gesehen. Bomben. Perspektivisch. Aber eine Bombe am Baum, sie können die doch nicht einfach vergessen. Doch. Bomben sind da unsere besten Freunde. Da ist eine neue Waffe eventuell. Oha! Mashallah! Okay, das habe ich niemals. Wow. Mashallah. Du weißt, wo die Tür ist. 2 Meter von mir entfernt. Alter 34, ein Schwert der Leibgarde der Königsfamilie. Stärkt den Angriff beim perfekten Ausweichen. Ja, das muss man auch noch üben. Hast ja bei dem einen Leuten gar nicht so schlecht gemacht. So, sind jetzt diese beiden X'e hier in der Nähe? Auf jeden Fall. Sonst noch ein südlicher. Ich würde trotzdem die abklappern, auch wenn wir da die Karte noch nicht haben. Wenn wir alle Dingsies hier aufgedeckt haben. Zack. Oh nein. Stimmt ja, die Marker gehen ja hier nicht weg. Die musst du ja von alleine löschen. Das heißt von alleine. Manuel. War Metze grün? Oder war blau dazwischen? Blau war dazwischen. Die wollen sich immer dazwischen dingsen. Ja, da sieht man es schon. Und da sieht man sogar die Wurzel. Ah, krass, wie hoch das dich noch gebracht hat. Ja, vielleicht geht's an der Ecke. Trotzdem, miese Kiste. Warum denn? Ja, so knapp da einfach nicht. Ja, das stimmt schon. Mal hochzukommen. Ich kenne tatsächlich nur den Spruch miese Brise. Miese Kiste kenne ich nicht. Aber du kannst Wind machen. Und nochmal so ein Irrlicht sammeln. Nein. Komm, Deckensprung ist dein. Oh, da fliegt. Die haben irgendein Fluggerät, oder? Wir haben auch ein Fluggerät. Fluggerät aktivieren.
Ich würde es eigentlich mal interessieren, wie die wirklich. Oh. Wie die wirklich angreifen. Ja, hast du denen jetzt die Möglichkeit genommen? Das hab ich den schon. Ich hab nicht gedacht, dass das es wirklich trifft. Hä? Das war doch absehbar. Oh, da ist ja noch einer. Der theoretisch die Chance hat. Oh Gott. Und es auch hinkriegt offenbar. Oh. Uiuiui. Wo auch immer er hin ist. Eine interessante Erkenntnis von unseren Kartografie-Spezialitäten, Spezialisten, die Karten des Untergrunds anfertigen wollten. In mehreren Fällen wurden unübersehbare Ähnlichkeiten zwischen Untergrund und Oberflächengeländestruktur gefunden. Ja, habe ich auch schon angemerkt. Völlig deckungsgleich scheint die beiden zwar nicht, doch womöglich lassen sich gewisse Regelmäßigkeiten finden. Und dann freue ich mich schon auf die Wüste im Untergrund. Umgucker. Aber warte mal. Soll das heißen, das, was hier unten ist, war mal oben? Hm. Vor Jahrhunderten? Ja, den wirst du nicht treffen, im Leben nicht. Wie denn auch? Du weißt ja nicht mal, wo der ist. Ja, okay, mit sowas okay. Ey! Tja, da ist noch jemand. Was denn, der ist gerade an dir vorbeigeflitzt mit seinem Fahrzeug. Ich habe irgendwie nichts. Oha, wir haben wieder Flugzeuge da. Sehr geil, aber nicht. Das kriegen wir vielleicht sogar gleich als, als Ding. Als Plan. Wollen wir nicht erstmal die Truhe öffnen? Was ist das überhaupt? Irgendwie ein Schießding. Kanone. Kanone. Stimmt. Das ist ja schon irgendwie cool. Das mag ich ja schon irgendwie. Ah, okay. So, aber ja, wir wollen noch unseren Loot haben. Haha, ha. Und ein neuer Plan. Das ist irgendwas mit einer Bombe. Oh, das ist eine Rauchbombe, glaube ich. Ja, ich dachte, wir kriegen jetzt das Flugzeug. Geil! Ich glaube, das war eine Rauchbombe. Wofür? Nebelrakete. Das ist eine Rakete, womit man die auf Gegner schießen kann und dann macht die die Arbeit. Die macht Aua und macht, dass man nichts sieht. Aua, Aua, Aua. Ja. Gut, dann fliegen wir jetzt 2 Meter mit dem Ding zu dem Ding. Um danach eh nicht mehr. Und danach, zum nächsten. Ja, um danach eh nicht mehr weitergehen zu können. Nee. Ich denke, dass wir gleich nicht mehr abheben können oder so. Mal gucken. Quatsch. Bisschen Optimismus. Ganz ruhig. Flieg in die Wurzel oder so, irgendwo gegen. Ja, oder Alter, so. Das hat endlich mal gut gelandet. Die Frage ist, wie können wir von hier aus wieder abheben?
Oh, das ist wieder ein Arena. Und hier wird wahrscheinlich auch wieder. Das ist auch neu, ne? Können wir eigentlich auch hin. Jetzt sagen wir, gucken erstmal, wenn wir mit dem Flugzeug noch weiterkommen, nach den anderen Punkten. Ansonsten können wir da gleich mal schauen. Ja, erstmal grün wegmachen und dann weiß ich nicht, was jetzt der nächste war. Lila, okay. Du musst da ganz nah ran zoomen. Oder Glück haben. Ich würde das platzieren an einer Stelle, wo man leicht runter geht oder so. Ja, noch ein Stück vor. Keine Ahnung, da auch an die Klippe direkt oder so. Du fällst ja nicht runter, also. Oder auf dem Stein drauf, was weiß ich denn. Wenn das so leicht nach unten ditcht, ist ja gar nicht schlecht. Es darf nur nicht runter. Ja, jetzt vielleicht. Wir starten! Ui. Da unten ist ein Block-Konstrukt. Kannst du Deswegen, da als. waren wir ja danach hin. Ne, machen wir jetzt nicht. Ach, das Das ist. sehen Nein, ich wir wollte ja. markieren, aber das sieht man ja auf der Karte. Müssen wir da noch hoch? Keine Ahnung. Sieht ein bisschen so aus. Oh, da oben. Ist das da oben? Nee. Nee, nee, nee. Och nö. Was denn? Ja, dann fliegen wir so weit, wie es geht. Hoch nochmal. Sie hoch. Bring doch ab, so als eh zu Ende. Wäre da eh gleich abgebrochen, alles. Es hat seinen Soll geleistet. Weiß ja nicht. Oh, ist eine Mine hier? Ah, ne, wieder so ein Bauteil. Wir können aber den Ballon hoch. Will die Bomben nicht, die machen ja Angst. Ja, die brauchen wir ja auch nicht. Einfach mal ein paar Raketenschilder vorbereiten. Weil die werden wir hier wahrscheinlich noch brauchen. Was war denn dein Plan? Ja, zu gucken, ob das wirklich nur so ein Wurzelding ist. Es ist genau das, aber da vorne ist noch eine Waffe. Da unten. Kannst du nicht zoomen? Nee, irgendwie nicht. Ist schon gezoomt. Wollen wir runterspringen? Weiß ich nicht, Wir willst du? wollen runterspringen. Warte. Ist da. Hatten wir das beim letzten Mal schon? Ich glaube, es war ein dritter Schwert. Ja, aber auf jeden Fall mitnehmen.
Also das Ding mit der Kanone vorne dran, ich weiß auch nicht. Ich weiß das schon. Du hast sogar Doppelkanone. Als ob du das mit dem... Was? Okay. Ha! Die juckt das nicht. Vielleicht ist es doch nicht so gut, die Waffe. Ja, Überraschung. Es ist nicht alles, wie es in der Werbung dargestellt wird, Jan. Ich weiß, du bist ein Opfer der Medien, aber ganz ruhig. Toll, ey. Ja, es gibt ja bestimmt noch genug Sachen, die wir gleich einsammeln. Also, Chili Milli. Wir gehen auch noch zur nächsten Wurzel und dann ist da der Part auch wieder zu Ende. Das ist ja interessant. Was denn? Achso, nee, unsere Energie ist nur alle. Ja, Ich wollte das gerade liegt sagen, daran, an weil... einem Solidarium-Schild geht's nicht, oder wie? We need more light. Oh, Light. nö. So, ich will das nicht. Ach, wir machen das. Wir wollen das doch, wir sind doch Bergsteiger. Irgendwann werde ich Jan kidnappen und dann bringe ich ihn in die Alpen und dann wird er bergsteigen, aber wie? Na, was sagst du jetzt? Naja, wenn ich dich oben auf den Berg aussetze, dann. Werde ich abstürzen. Irgendwann bist du so eine riesen Schneekugel, die da runterrollt. In Eieiei. etwa. Ei. Das ist so ereignet oder ist es frei erfunden? Ist das wieder jetzt hier so eine Wand, die wir nicht, wo wir nicht durchkommen? Das sind ein paar Meterchen, los jetzt. Notfalls Die drumherum. Höhenmeter sind das Schlimme, Flo. Die Höhenmeter. Die Höhenmeter. Ah ja. Wollen wir uns nicht schnell noch zusammenklöppeln? Mann, das geht nicht, ne? Kannst du hier vergessen. Da rechts ist, geht's lang, oder? Da rechts sah ich irgendwie die Hoffnung. Das ist nicht rechts. Nach oben gucken. Siehst du sie auch? Guck, da ist hier Hoffnung. Da oben sind Bäume, also heißt das was Gutes. Guck mal, ein Baum. Freust du dich auch? Nee. Die Wand ist nämlich immer noch nicht vorbei. Ja, das hat niemand gesagt. Aber ein Baum ist ein toller. Ja, genau. Gönn doch. Oh. Es hat gegönnt. Ja gut, da war es aber auch schon. Da ist er. Angriff. Na, ging doch eigentlich ganz gut. Was ist das daneben? Ist das einfach nur so eine Bauplattform? Oh. Oh, schon wieder Jäger. Ja, das machen wir am nächsten Part am Anfang. Denn das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sind bei der AWAK. AKAWA. Akaf. Abaka, Wakawakawe. waka, Wurzel. waka. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und nächste Folge geht es hier weiter im Untergrund. Solltet ihr nicht verpassen, ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.